Hier, Rob Ryan, was denken Sie sich bloß? Sie können doch nicht einfach die Aufnahme stören. Punch. Mann, ey. Und dann schreibe ich dann willkommen zu heute mal einem ziemlich innovativen Video. Ich habe mir einfach mal gedacht, ich schaue einfach mal heute die alten Videos an, die als ganz erstes auf meinem Kanal hochgeladen wurden. Ich denke, so in der Richtung hat das eigentlich noch kaum ein... Was? Das ist gar keine neue Idee. Natürlich schauen wir jetzt nicht nur die ersten Videos auf meinem Kanal an, sondern wir gehen nochmal ein ganzes Stück in die Vergangenheit. Und zwar auf den ersten Kanal, den ich jemals auf YouTube erstellt habe. Und das Ganze mit... Facecam, ey Leute, wer ist eigentlich so eine Scheiße denn hier schon wieder aus? Hab ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Okay, bringen wir es hinter uns. Ich bin mal sehr gespannt, was das Ganze hier so wird. Ich habe mich gerade schon mal auf meinem alten Kanal hier eingefunden. Und man sieht schon mal, also schon allein vom Kanaldesign her, ist natürlich top. Der Kanalbanner, muss man sagen, ist jetzt entschuldbar, denn... Zu der Zeit, als dieser Kanal existiert hat, gab es noch das alte YouTube-Design und das wurde dann nicht geupdatet. Aber das Profilbild, muss man schon sagen, ist natürlich eine super Sache. Die ist mega innovativ und krass gemacht. Hab da auch schon tatsächlich 28 Abonnenten erreicht auf dem Channel. Hier sehen wir noch eine Website, die verlinkt ist. Die ist leider nicht mehr online, deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Hier seitlich sehen wir noch ein paar Kanäle verlinkt, die auch natürlich hochwertig sind. Davon muss ich jetzt die Hälfte zensieren, weil da irgendwelche Namen von richtigen Leuten tatsächlich drin vorkommen. Das ist nicht so geil. Aber ich würde mal sagen, wir schauen auch gar nicht mehr länger rum. Hier sieht man auch schon ein paar Videos. Und wir gehen einfach mal auf die Videos und schauen hier einfach mal rein. Ich bin da teilweise selbst gar nicht mehr so sicher. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach direkt mal beim ältesten Video an. Und ich werde euch da einfach mal ein paar kleine Ausschnitte zeigen. So, bevor das jetzt nochmal anfängt, habe ich ganz vergessen, das ist tatsächlich das erste Video, was ich jemals geschnitten habe und auf YouTube hochgeladen habe. Das Ganze war damals zusammen mit einem Kumpel, den ihr jetzt so auf meinem Channel nie gekannt habt. Ist natürlich auch hochwertig direkt hier in 360p verfügbar. Aber ich hoffe mal, das ist irgendwie entschuldbar. Man sieht es auch, das Video hat tatsächlich 1049 Aufrufe und 18 Likes und man sieht hier schon, das war so eine Servervorstellung. Wir stellen unseren Minecraft-Server vor, Kipcraft. Das war nämlich ganz früher mein Server. Wir hatten damals sogar eine eigene Domain, kipcraft.de. Aber Leute, glaubt mir, das war jetzt nicht so super. Man sieht hier auch 20 Slots, 2 GB RAM. Da waren wir damals ziemlich stolz drauf, aber... Das tut jetzt alles gar nicht zur Sache. Ich will jetzt einfach mal das Video euch mal zeigen. Ich bin mal sehr gespannt. Oh ja. Das Intro ist heftig, halt, Leute, ne? Da sind wir damals tatsächlich ewig dran gesessen, aber das... Oh Gott. Oh, dann müssen wir... Genau, damals wollte ich auch noch nichts kommentieren, weil ich damals echt noch, da war ich 12, da hatte ich echt eine Kiddie-Stimme damals noch. Deswegen wollte ich da nichts kommentieren, sozusagen, und habe da immer alles so mit Text hier hingeschrieben. Ja. Heftig. Dieses... heftig, Leute. Es ist... Die Framerate ist so hoch, oh mein Gott. 1:37 später. Oh Gott, was soll... Oh Gott, diese Out... Das... Alter, diese Endcard, ne? Diese Endcard. Boah, Leute, ey, sowas muss ich auch machen. Das ist ja, ey, richtig heftig. Ich habe jetzt wahrscheinlich nicht besonders viel von diesem Video gezeigt, weil es immer nur dasselbe ist. In laggender Kamerafahrt durch die Welt fliegen. Aber, ich kann euch sagen, das ist jetzt ein 5 Minuten 50 Video. Und da bin ich tatsächlich damals, sind wir zu zweit 10 Stunden lang dran gesessen. Das ist so heftig. So ein Teil würde ich heute in... 20 Minuten hinkriegen, wenn wir jetzt die Aufnahmezeit nicht mitrechnen. Und wir waren damals nur am Schnitt, waren wir 10 Stunden ungefähr insgesamt beschäftigt. Ihr seht hier schon Let's Find Hero Brian. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Highlight des Kanals. Das will ich euch doch bis zum Ende erstmal ersparen. Wir schauen dann erstmal hier in die erste Nachrichtenfolge rein. Ja, dieser Server hatte ein eigenes Nachrichtenportal und da haben wir unsere Website irgendwie vorgestellt. Natürlich jetzt wieder mit dem epischen Intro, was hier am Start war, auf jeden Fall. War geil, auf jeden Fall. Immer dieser Einschwenk hier, oh Gott. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kipcraft Nachrichten. Diesmal neu, Kipcraft Webseite und neues Forum. In dem Forum gab es, glaube ich, 5 Beiträge insgesamt. Beiträge insgesamt. Hier ein paar Einblicke in die Website. Viel Spaß. Okay.
Sieht ja super aus. Das hier ist die Home-Seite, auf der sich immer alle Neuigkeiten sowie Links befinden. Wow! Wow. Also Leute, ne? Kleines Respekt an mein damaliges Ich. Das war heftig, Leute. Hier schaut mal dieser Design-Skill. Wow. Und das habe ich alles selbst gemacht damals. Wow. Heftigst, ey. Okay, hier nochmal eine schöne Befehlsseite natürlich. Gott, die Musik im Hintergrund, ne? Wow, yo, Leute, Alter, was ist mit der Musik im Hintergrund los? Das ist ein bisschen wie Alien-Invasion. Ja gut, dann hier nochmal das Support-Formular natürlich, wo man dann an irgendeine ominöse E-Mail-Adresse das einfach nur weitergeleitet wurde. Das war richtig geil auf jeden Fall auch. Die Serverregeln, die sich sowieso kein Mensch durchlässt im Normalfall. PvP, Mods und Hacks, da stand eigentlich nur der Standard-Scheiß drin, der auf jedem Server sowieso war. Ja, und das war noch... Sehe ich das gerade richtig? Das war, da sollte mal später so eine Map eingebettet werden, so eine Map der ganzen Spielwelt. Hat irgendwie nie so wirklich funktioniert, da hatten wir immer Probleme. Aber sehe ich das gerade richtig? Habe ich damals echt den Internet Explorer verwendet? Das ist ja die Fehlermeldung vom Internet Explorer. What? Chris, wie kannst du den Internet Explorer verwenden? Das ist scheiße! Mann, Internet Explorer ist wirklich scheiße. Tut mir leid, jetzt an alle Internet Explorer-User, aber ich bin da nicht so der Fan von, muss ich leider gestehen. Nicht so geil. Okay, jetzt klicke ich nochmal zufällig überall durch. Oh! Design Skills incoming hier wieder mal. Okay. Das ist alles sehr interessant. Das war der Überblick. Danke fürs Zuschauen. Rechtschreibfehler, Mann. Geht doch so nicht. Und jetzt aber Schluss. Okay. Wir haben hier noch zwei Trailer drin. Einen habe ich dann tatsächlich kommentiert auch. Und einer, den habe ich dann noch selbst geschnitten. Da der andere aber auch, dieser selbstgeschnittene auch, jetzt nicht gerade sehr top ist, würde ich es einfach mal sagen, wir schauen einfach mal in die Kommentierten rein. Das ist auch schon einige Zeit her, vor 2 Jahren. Bin mal gespannt, wie meine Stimme damals so war. Ich habe es mir davor nicht angeschaut und, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich habe ein bisschen Angst. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, erstmal sorry an alle die es nicht gewohnt sind, mich hier reden zu hören. Oh Gott! Auch Let's Plays, daher habe ich mich entschieden, jetzt einfach mal so ein kleines Video hier zu machen. Und nicht wieder in Text, wie immer. Ja, also ich nur... Alter! Der Server ist jetzt eröffnet, also das heißt, alle können es drauf. Ja, das einzige Problem ist sieht halt gut jetzt, aus. Dass die Version 1.4.4 jetzt draußen ist. Und die Framerate, die neue Serverversion eben noch nicht draußen ist für die 1.4.4. Und darum kann man nur mit der 1.4.2 jetzt drauf. Das heißt, das Eröffnungsevent findet dann am Samstag statt. Ihr könnt aber jetzt schon auf dem Server drauf und dann alles früher hier ganz gewohnt machen. Ihr seht vielleicht hier schon, hat sich ein bisschen was geändert. Okay, aber ein bisschen was hat sich schon geändert. Ja, kommt dann einfach drauf und schaut es euch selbst an. Es kommt dann auch noch ein Event und so. Ja. Oh also, Gott. Meine Fresse, Alter, wie ich damals kommentiert habe. Das ist doch, oh, yo, wahrscheinlich, wie ich damals kommentiert habe, ey, das ist doch, Mann, ey, das, man sagt ja mal so, man soll sie nicht so selbst loben, aber Alter, da habe ich mich ja ein bisschen verbessert, aber wäre auch drastisch, wenn nicht, ne? Alter, das war ja sowas von heftig. Okay, ich würde mal sagen, diesen einen Trailer, den erspare ich euch jetzt einfach mal und wir gehen direkt mal zum letzten Video und tatsächlich auch zum besten, was ich auch neulich mal wieder gesehen habe und über das ich jetzt auf die Idee gekommen bin. Wir können doch hier mal so ein Review dieses Channels sozusagen machen. Ja, heftig, auf jeden Fall hat auch 1900 Aufrufe gekriegt. Ist scheiße, aber es ist besser als der Rest. Mir fällt gerade auf, ich habe dieses Video mal geliked. Wieso habe ich diese Videos geliked? Ich glaube, das war ja so in der ganz frühen Zeit damals noch, als ich noch echt überzeugt war von diesem Channel. Und hier sieht man auch, hier ging es dann tatsächlich ab. Hier habe ich vor einem Jahr noch geschrieben, och damals, die guten alten Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Und hier, Juhu, Wolrekids-Account, damals hieß ich noch so.
Hat jetzt keiner gesehen, Leute, ne? Oh Gott, die Musik geht jetzt ab. Willkommen zu den Kipp-Nachrichten, dieses Mal im neuen Studio. Was gab ein neues Studio? Das ist die erste Folge von Let's Fight Herobrine Specials. Wir setzen unser Leben aufs Spiel, um den gefürchteten Minecraftler zu finden. Erstmal ein paar Fakten über Herobrine. Los geht's! Okay. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay. Hier hat Herobrine früher einmal gewohnt. Es gibt ein Gerücht, das besagt, man könne ihn hören, wie er nachts in seine Kisten kramt. Okay. Jedoch konnte ihn keiner je dabei beobachten. Oh Gott. Hier soll sein Grab liegen, aber ob Herobrine wirklich tot ist? Da wäre ich mir nicht so sicher, mein lieber Freund. In seiner Freizeit soll er Bankautomaten geknackt haben, wofür er sogar eine extra Maschine entwickelt haben soll. Diese nannte er A2753 in Zusammenarbeit mit der AWO GmbH. Leute, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier vollkommen ungebildet bin. Aber vielleicht wissen ja viele von euch auch nicht, was AWO ist oder die AWO GmbH. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz sicher. Aber mein Kumpel, mit dem ich ja diesen Channel damals zusammen betrieben habe, der hat aber gemeint, dass das wären irgendwie so heftige Leute, die hier eskalieren und Banken ausgeraubt haben, früher mal in den USA oder so. Aber dafür gibt es ja Google. Wir googeln jetzt aber mal AWO. AWO GmbH. Großhandel Nürnberg. Das ist es. Dadurch verloren und verlieren Banken Tausende. Oh Gott, ey. Ist das so scheiße gemacht. Auch regelmäßiges Zerstören von Häusern bereitet Immobilienbesitzern schwerste Sorgen. Eines muss man Herobrine lassen. Er ist ein Meister im Umgang mit TNT. Manchmal bemerkt man gar nichts und schwupp, ein Haus ist weg. Oh Mann, Alter, wie scheiße ist das gemacht. Dann noch schwupp. Ein weiteres seiner Hobbys ist das Baden in Lava in der Hölle. Deswegen kursieren Gerüchte, dass er der Teufel höchstpersönlich sei. Ja, okay, naja. Kann man mal machen, muss man jetzt aber halt auch nicht. In dieser Schlucht soll man Herobrine häufig zu Gesicht bekommen. Anscheinend hat er sich in dieser, hier diese, seine Behausung errichtet. Okay. Es ist jedoch bewiesen, dass er nur nachts... Herobrine, was denken Sie sich bloß? Sie können doch nicht einfach die Aufnahme stören. Punch. Mann, das war die Auch nach langem Such, Gott, für Herobrine. Fuck, Leute. Fuck. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. War scheiße, das Video, aber... Es war halt wenigstens so ein bisschen unterhaltsam an manchen Stellen. Wenn es euch gefallen hat, dass wir vielleicht so ein paar solche alten Videos angeschaut haben, dann könnt ihr gerne mal schreiben. Dann kann ich das gerne auch nochmal öfter machen. Dann kann ich vielleicht auch mal sagen, ich schaue mal ein paar meiner ersten Videos auf meinem Channel, auf meinem jetzigen Channel an. Ein paar, die ich auch wirklich dann richtig Let's Played habe. Und ich werde jetzt dann erstmal schauen, dass ich dieses Video irgendwie zusammengekraxelt bekomme, weil ich das Ganze hier mit drei verschiedenen Aufnahmeprogrammen aufnehmen muss. Einmal meine Facecam, einmal diese beschissene Tonspur des Mikrofons und einmal auch noch zusätzlich meinem Webbrowser. Und das ist echt nicht chillig, Leute. Naja, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, das war's jetzt mal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Schreibt mir gerne, ob ihr sowas mehr sehen wollt. Und ich würde mal sagen, das war's dann auch erstmal. Bis dann. Bleibt schleimig und so. Und tschüss. Fuck. Ich kann mich auf der Straße nicht mehr blicken lassen nach diesem Video.